Guten Morgen, Leute, aus Kalifornien. Heute wird hier von Apple das neue iPhone vorgestellt. Aus der ganzen Welt sind Journalisten, Blogger und auch Leute wie ich eingeladen worden von Apple, um sich das Ganze anzuschauen. Und als Technik-Fan geht da wirklich so ein kleiner Traum in Erfüllung, selbst mal dabei zu sein. Ich bin noch ein bisschen aufgeregt, muss ich sagen. Ich glaube, es gibt kein Technik-Event auf der Welt, was mehr Leute kennen, wo mehr Leute auf der ganzen Welt drauf warten, was wird passieren, wie werden neue Geräte aussehen. Ich glaube, es gibt kaum eine Marke wie Apple, die es schafft, solche Fans zu haben, die das so krass erwarten alles. Und natürlich ist alles auch sehr amerikanisch, eine große Show. Apple-Mitarbeiter werden überall stehen, die ganze Zeit klatschen. Aber ich möchte für mich einfach mal versuchen, das ganze Erlebnis heute aufzusaugen und eben auch hier in diesem Video heute mit euch zu teilen. Und mal gucken, wie die neuen iPhones werden. Felix, altes Haus. Alles gut? Das geht, da ist er, der schöne Mann. Ich bin aufgeregt, Felix. Bist du aufgeregt? Dass du mal aufgeregt bist, hätte ich nicht erwartet. Man sieht es auch nicht so ganz. Nee. Auf jeden Fall eins mehr. Make sure you have all your belongings. Wir sind ja mit vielen Leuten unterwegs, die schon häufig da waren. Das hier ist Carsten Knobloch. Hallo. Dessen Blog ich übrigens seit, ich glaube, 12 oder 13 Jahren schon gelesen habe. Schon mit 13 habe ich deinen Blog gelesen. Stadt Bremerhaven. Und du bist zum wievielten Mal hier jetzt? Das du hast keine gute erzählen, Frage. Also, ja, nee, ich glaube, iPhone 5 war das erste Mal. Also es sind aber schon ein paar Jahre. Und was passiert jetzt hier? Ja, ich weiß es auch nicht. Es ist so ein Kringelmoment immer, dass Journalisten beklatscht werden oder auch Kunden. Kennst du irgendwelche anderen Technik-Events, wo dann so von den Mitarbeitern beklatscht wirst, nur weil du da bist? Nee, also zu Hause, wenn ich den Müll rausbringe, dann kenne ich das, dass meine Frau mal klatscht, weil es so selten ist, aber sonst werde ich seltenst beklatscht. Einfach eher ausgebuht. Ja. Irgendwie haben sie aufgehört zu klatschen, als du da warst, ne? Can you clap again for me, please? Yeah! Ich habe ein paar Sachen gesehen im Leben, aber hier hochlaufen, ne? Hier. Das ist wirklich, ich kann es nicht, es ist richtig behämmert, dass ein erwachsener Mann, ich bin 38 Jahre alt, sich wirklich mein Herz schlägt und ich freue mich wie ein kleines Kind, dass ich mir eine Produktvorstellung angucken kann. Hackt's oder was? Also, aber das ist diese leichte Musik, die gerade so im Hintergrund gab, wie man sie wie so im Film läuft, der ganz langsam hoch. Episch, ja. Es ist so geil. Ah, da ist es! Ja. Das hier hinten ist das UFO, das ist das Apple Headquarter. Sieht ein bisschen aus wie bei McLaren. Aber natürlich nochmal eine ganze, ganze Ecke größer. Und hier vorne, das ist das Steve Jobs Theater. Hier finden eben seit einigen Jahren alle iPhone-Produktvorstellungen statt. Erstmal durchatmen, ne? Hey, das ist gerade wirklich so. Es gibt so diese Momente, so, wenn du ein neues Auto hast oder so, du bist mal kurz sprachlos. Das ist gerade genau nicht mal. Also, du darfst jetzt eine kleine ich Präsentation. Nicht mal ein Auto. Du darfst so eine kleine Präsentation anschauen und sonst nichts. Ja, klein wird die ja auch nicht. Ja, Paul hat das gerade schon gesagt. Das ist total merkwürdig eigentlich, dass man so excited darauf ist. Und es ist auch so, du wirst hier beklatscht von irgendwelchen Leuten. Ja. Das ist eigentlich alles albern, aber das ist Dopamin irgendwie ist es krass. Ohne Ende. Es kommt irgendwie rüber. Voll geil. Machen die schon gut, die Amerikaner. Kannst du mal in die Russenhocke davor gehen, bitte? In die Russenhocke. Ja, Russenhocke, genau. Video oder Foto? Das Video und dann mache ich ein Foto dabei. Wir sind jetzt hier schon mal reingegangen, hier gibt es natürlich auch wieder Essen, Trinken, alles, man wird einfach nur verwöhnt und so viele Leute eben aus der ganzen Welt sind da. Für mich der, genau, ich wollte es gerade sagen, der krasseste, der da ist, ist Marques Brownlee. Amerikanischer Tech-YouTuber, ist eigentlich der amerikanische Kilian ist er eigentlich. Nein, wirklich, ich bin auf der ganzen, so, er macht die krassesten, geilsten Tech-Reviews, schaue ich mega gerne. Ich finde, wirklich so, eigentlich so der YouTuber, zu dem ich am meisten aufschaue, den ich wirklich richtig krass finde, in allem, was er macht. So. In allem, was er macht, mega. Und ich finde, in Deutschland bist du das. Dankeschön. Ja, wirklich. Ey. Und der steht so allein da rum und ich will eigentlich nicht hingehen. Wir können ja mal hingehen. Ich will eigentlich sagen, dass ich ihn so cool finde. Ja, dann komm, wir gehen hin. Aber dann sind wir so Fans. Ja, dann sind wir Fans, aber... Okay, wir machen es. Wir sind angenehme Fans. Hoffentlich. Riesen Fanboys. Wir sind so Fans hier einfach gerade. Total anstrengend für alle anderen. Ich habe noch mein Foto gemacht mit Marques. Und jetzt hast du, wen hast du gesehen hier? Ich sag mal, Steve Wozniak, den Mitgründer von Apple, der mit Steve Jobs zusammen den Computer praktisch massentauglich gemacht hat, ne? Steht einfach da mit seinem Kaffee in seiner Jogginghose da. Insane! Das ist wirklich für Tech-Leute ist das wirklich der Himmel hier gerade. Das ist wirklich krass. Ein Foto von Arme, das ist live awesome. Ja, Foto hier fertig. Genau, das ist ein Picture. Was war das denn? Es geht auch drum, er hat ja nicht nur ich stand schon den, ich habe schon Bilder mit ein paar coolen Leuten gemacht, aber Steve Ball, das ist jetzt schon... Das ist schon die bedeutendste Person, würde ich sagen. Für mich ist das gar nicht auch so dieses Apple-Ding, sondern auch als Spieleentwickler, weißt du? Er ist ja angefangen als Spieleentwickler und es ist ein Gott. Das Erste, was ich letztes Jahr bei der Formel 1 von Paul Rippe gelernt habe, ist reindrängen. Und das macht ihr schon wieder.
Der Klassiker. Drängeln, immer reindrängeln. Mit dir dürfen wir Deutsch reden, oder? So we're gonna try to keep our distance from the elevator. Yes, yeah. We're trying to drängeln, you know? Do you know drängeln? I do not. Drängeln is the German word for like, excuse me, can I get through here? It's a very good. Drängeln. Und los geht's. Paul ganz vorne dabei. Er hat's angekündigt und einfach getan. Einfach reingedrängelt, der Typ. Der ist schon fast unten. Wieso nicht mal da? Wie viel kostet ein Sitz hier? 4.000 Euro. Das ist der teuerste Sitz, den es gibt auf der Welt. Und es ist das beste Soundsystem, was es gibt. Das ist der Sitz hier. Das ist ja genau. Einfach nur ein Klappsitz, wie ein Kino. Ja. Aber das ganze Ding hat ja was gekostet. Und es ist die beste Surround-Sound-Situation. Sitz dich, Caro, die es gibt auf der Welt. Und das wirklich Wahnsinnige ist, dass hier alle Apple-Werbespots immer abgenommen werden anscheinend. Habe ich gehört, auf der Straße. Und das wird immer extra abgemischt, weil der Sound komplett anders hier ist, weil das das krasseste Soundsystem ist, was es weltweit gibt. Das soll die Nummer 1 der Soundsysteme sein. Das war sie, die Keynote, Leute. Wir haben neue iPhones gesehen, neue iPads, neue Services, neue Apple Watch. Das war schon ein sehr besonderes Erlebnis. Und jetzt? Das looks sick, doesn't it? Huh. You happy with that? It's like a bump on a bump. Kinda. I don't hate it. Und das Lustige ist, jedes neue kleine Feature wurde beklatscht. Aber den lautesten Applaus, den gab es jedes Mal für die Farben. Ja, dass es jetzt eine gelbe Farbe gibt. Dass es eine rote Farbe hier gibt. Und jetzt hier in der Hands-on-Area können wir auch endlich mal selbst das Handy in die Hand nehmen. Kilian ist hier gerade schon fleißig dabei und das Gute ist, dass er auch einen Deutschen an der Straße gefunden hat, der das Ganze für ihn filmt. Jetzt ist der Akku leer. So kann ich nicht arbeiten, Leute. Hat das die ganze Zeit überhaupt aufgenommen? Hast du Aufnahmen gedrückt? Hat es darauf aufgenommen? Ja, lass mal kurz checken. Bin ich ganz sicher, ob ich aufgenommen habe. Falls ihr also für eure Hochzeit mal einen Fotografen oder Vlogger sucht, jetzt eine Welle. Also ziemlich sicher war da kein roter Rahmen davor da drum. Na gut, wir haben nicht so viel aufgenommen, dann geht's. Also 5 Minuten Kinder habt ihr. Ja. Wir haben ganz begrenzte Zeit für jeden, weil alle aus der Welt möchten dann irgendwie das Handy in der Hand haben. Deswegen jetzt hier, jetzt zählen die Aufnahmen. Wir werden auf jeden Fall das neue iNo-Review-Video schreiben. Irgendwie, Kamera ist heute irgendwie ein bisschen wackelig gewesen. Ein bisschen, als ob da jemand betrunken irgendwie dran war. Sag mal. Don't you want to use the big one? Wird das scharf überhaupt? Guck mal. Oh, you're a big guy. Aber was sagst du jetzt zum neuen iPhone? Also ich würde sagen, das iPhone 11 ist richtig interessant für richtig viele Leute. Ich finde es auch geil, dass es den Weitwinkel bekommen hat. Das war ja nicht selbstverständlich. Alle dachten, das kriegt den Zoom. Das mit allen 3 Kameras ist schon krass. Also ich kann verstehen, warum man es Pro nennt. Wir hätten uns alle, glaube ich, aber 90 oder 120 Hertz Display gewünscht bei einem Pro-Modell. 100%, das hätte ich gerne gewollt. Die Weil hier? Das iPad Pro hat es halt auch. Eben. Ja. Also das ist, ich finde, das ist ein gutes Handy geworden. Ja. Aber es fühlt sich geil an. Ich habe es noch nicht in der Hand gehabt. Mit dem matten Glas. Und es gibt es auch in grün jetzt, die Farbe finde ich am geilsten hier. Aber ich hätte einen größeren Sprung erwartet für Pro eigentlich. Ich finde jetzt eigentlich so, man hat halt so die ganze Präsentation wieder gesehen und das bei jedem einzelnen Feature ist es so, wow, das krass. Aber wenn du es hier in der Summe im Nachhinein anguckst, ist es eher ein Jahr jetzt mit relativ wenigen Änderungen. Weil das Elfer halt richtig nachgelegt hat auch. Ja. Das ist hier die Weitwinkelkamera, der Profi dabei. Weitwinkel ist tatsächlich geil. Was halt geil ist, was wir in der Präsentation gesehen haben, dass du halt Bokeh haben kannst im Weitwinkel, ne? Ja, klar. Du kannst offenblendig. Ich glaube, er baut das irgendwie zusammen. Hat mir gesagt, es geht nicht. Aber es sah in der Präsentation aus. Es geht nicht. One more minute. Es sah so aus. Ja, probier's mal aus. Weil das ist ja dann eigentlich so der Paul Ripke-Look, ne? 24 mm 1,4. Voll. So, kann jeder mit dem iPhone das machen, aber es geht doch nicht. Es geht nicht. Du kannst einfach und zweifach, aber du kannst nicht auf 0,5. Perfekt, müsst ihr doch bei mir wieder anrufen und mich buchen. Mein Leben ist gerettet. Ich glaube, die meinten Wide Angle halt mit der normalen Linse. Genau, ja, die reden die ganze Zeit von Wide und Ultra Wide. Ja. Nur 2 Optionen beim Selfie, also die 2. Ja, aber immerhin. Ah ja, jetzt.
muss gar nicht drücken. 12 Sekunden, 10. Unsere Zeit ist abgelaufen. Gleich nutzt die Zeit jetzt. Aber es ist cool, Leute, weil alle bekommen heute neue Jobs. Nicht nur der Paul hier für uns, sondern tatsächlich auch hier. Ja, Kegan wird jetzt neuer Instagram-Boyfriend eigentlich praktisch von der Caro und ist jetzt hier fleißig am Fotos machen. Der wird eigentlich auch gezwungen. Ja. Warte, wir machen nochmal ohne. Nochmal ohne? Das dritte. Okay, warte. Wir waren echt lange in dieser Hands-on-Area, aber wir sind noch länger hier. Ich merke schon, Kegan ist auch in seinem Element hier drin, ne? Absolut. Aber Caro hat doch richtig hohe Ansprüche. So, es gibt noch Kleinigkeit zu essen. Oder in Caros Fall mehr als eine Kleinigkeit. Sorry, ich wurde danke, ein bisschen gierig. Oh mein Gott, du hast gar nicht. Wie ist als professioneller Fotograf deine Meinung zum neuen iPhone, zu neuen Kameras vor allem? Ich finde das Weitwinklige super, abgefahren. Und sehr, sehr gut. Und die ganzen Video-Features. Ich habe richtig Bock auf die neuen Videosachen. Ich muss halt sagen, von so vielen Herstellern gibt es ja auch Handys mit der Telekamera, mit einer Ultra-Wide-Angle-Kamera. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, hier ist es so richtig gut integriert alles. Ne, dass du im Video live switchen kannst hin und her. Dass alles genau die gleichen Farben hat, selbe Schärfe hoffentlich auch. Also ich glaube, könnte alles ganz gut sein. Aber für uns ist jetzt hier zurück zum Hotel. Oh, wie das passt. Oh, are you a YouTuber? Ja. Ich bin jetzt hier mittlerweile schon im Schnitt vom Video und dann kommt der Paul gerade hier noch vorbei und bringt uns eigentlich, ich habe mich richtig gefreut, Nüsse vorbei. Dieser Becher war voll. Ich hab Hunger. Wie schnell geht das? Ja. Aber danke fürs Mitbringen, Kaffee haben wir auch noch am Start, so kann man hier arbeiten. Rich and famous, so leben die echten Rockstars dieses Lebens. Filterkaffee und Nüsse. So sieht das aus, in Kalifornien, in einem dunklen Hotelzimmer, kurz vorm Einschlafen, weil in Deutschland eigentlich noch Nacht ist. Aber Video muss fertig werden und das machen wir jetzt auch. Ich glaube, ihr habt genug heute gesehen. Falls ihr noch irgendwie Pauls Eindrücke sehen wollt, schaut auf seinem Instagram vorbei. Oder falls ihr so eine richtige Review, ein richtiges Hands-on zumindest schon mal haben wollt, dann schaut bei einem Review vorbei, also beim Kilian. Links allen unten in der Beschreibung. Und ja, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.